Zurzeit bin ich mit meinen Kollegen von Fox 8 und Fox 13 in der Nähe von Chicago unterwegs, genau gesagt zwischen Elkhart und Chicago. Elkhart ist bekannt, weil hier die Thor-Wohnmobile hergestellt werden, denen ja auch Hümer gehört. Man sieht sie, die Blechleichen, links und rechts an der Straße. Unvernünftig und natürlich auch unvorbereitet sind sie, wenn die Räumfahrzeuge des Stehs noch nicht rechtzeitig unterwegs waren. Ich war 2 Stunden mit einem Schneepflug unterwegs und habe den Fahrer mit der Kamera genervt. Er hat sich gefreut, Steve, damit jemand dabei ist und auch die Wichtigkeit seiner Arbeit erkennen und in Bild fassen kann. Das ist mir gelungen. Es wird ein netter Film, der gegen Abend dann im 8-Bereich ausgestrahlt wird. Wie gesagt, Unvernünftigkeit, Unsicherheit der Amerikaner bei Schnee und Eis ist bekannt. Viele Straßenberichte, die ich schon gemacht habe, haben mir vor Augen geführt, wie sie da herrasen, obwohl Black Ices oder Warnfahrzeuge am Highway stehen. Dickes Eis auf dem Autodach, circa 3 cm bis 1 cm. Das sagt schon alles, wie die Natur uns hier in Chicago und in Illinois eben beutelt. We'll be right back.